Hallo und herzlich willkommen zurück zu Astroneer. Wir haben hier so ein paar kleine Problemfolgen im Moment, wie es aussieht. Wir finden keine Rohstoffe. Das ist, boah. Das ist so in der letzten Folge passiert und jetzt müssen wir auch wieder den Weg nach Hause finden und es ist hier sehr gefährlich. Es ist hier unglaublich gefährlich. Fiese Dinge, die uns töten wollen, springen umher. Das ist ziemlich. Das war jetzt echt knapp. Und ne, wenn wir hier halt irgendwas Solarmäßiges bauen könnten, das wäre klasse. Aber man findet hier nichts. Es ist zum Mäusemelken. Ist zum Mäusemelken. Wie? Ist das aufgeladen? Ah, es ist aufgeladen. Es ist aufgeladen. Oh, Solarmodul braucht Gemisch, das wir natürlich nicht gefunden haben. Windturbine braucht Aluminium, das wir natürlich nicht haben. Ja, wir haben etwas, könnten etwas bauen, es nützt uns aber nichts. Geiler Scheiß. Nützt uns eine Batterie was? Ja, eine Batterie nützt uns was. Ein Lithium hätten wir sogar. Dann würde ich sagen, bitte tötet mich nicht. Wir bauen zumindest eine Batterie. Dann lädt sich das vielleicht mit dieser einen Fahne so auf und wir haben Glück irgendwann mal. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst. Na, wenigstens eine Sache gebaut. Uns fehlt also Gemisch. Ich werde hier nochmal ein bisschen rumtigern. Das muss doch hier den Eingang. Da. Wir haben das total falsch gebaut. Das war das Problem. Also bauen wir das mal darüber. Und dann. Na, wie weit geht er? Bis dorthin. Sehr gut. Und ich glaube, wir haben noch einmal einen. Bis dorthin. Super Sache. Wir springen rein. Und dann gucken wir uns da innen nochmal um. Also Treibstoff wäre hier. Und da ist doch Gemisch. Da ist Gemisch. Zwei brauchen wir, wenn ich mich da richtig erinnere. Moment, wir müssen, glaube ich, hier erstmal was hinbauen. Dass wir da runterkommen, ohne dass wir uns töten. Und jetzt können wir abbauen. Oh, gut, dass da direkt beim Höhleneingang Gemisch ist. Da haben wir super viel Glück gehabt. Es ist dann schon wieder mehr Glück als Verstand quasi. So, wie viel haben wir denn jetzt aktuell? Haben wir schon zwei? Nee. Leider nur eins bislang. Müssen wir noch einen Moment warten. Bis wir auch das zweite voll kriegen. Und dann können wir uns oben direkt ins Solarpanel hin basteln und. Ja, ich hoffe, dass wir hier eigentlich auch genügend Licht bekommen, sodass wir auch Solarstrom gewinnen können. Es wäre sonst mega doof, wenn das nicht klappen würde. Okay, wir haben genügend. Rennen wir einfach mal hoch und bauen das gleich mal. Nein, 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 nicht sterben. Ach gut. Na komm, nicht sterben. Nicht sterben, mein Freund. Das sieht mir glatt so aus, als wäre es mal wieder stürmisch gewesen. Und jetzt haben wir natürlich im Moment keine Energie. Das ist mal doof. Das ist mal mega doof. Dann lagern wir es einfach schon mal hier. Hoffen, dass es sich voll lädt. Demnächst wieder, ne, wenn mal wieder Wind weht. Und dann können wir es bauen. Dann haben wir das Solarpanel. Dann ab dem Zeitpunkt können wir lostigern. Dann bauen wir hier noch eine Erweiterung und bauen dann da noch so eine Schmelze direkt hier nebendran. Damit wir dann hier auch noch so einen Windkraftgenerator hinbauen und dann sind wir fertig. Und dann können wir den Planeten schon verlassen und haben schon eine mini kleine Basis etabliert. Ja, das ist doch, das läuft doch, ne? Also, ne, wollen wir uns nicht beschweren. Gehen jetzt nochmal weiter. Holen noch ein bisschen Harz, das irgendwo hier hinten lag. Und dann wird das. Drei Harz müssen wir jetzt mindestens mitnehmen. Dann können wir die ganzen Vorhaben bauen. Wir müssen dann hier nicht nochmal extra hintigern. Das sieht gut aus. Da können wir noch ein bisschen was abzapfen. Da auch.
Na? Hier noch. Na komm. Ja, wenn wir jetzt schon da sind, ne? Dann nehmen wir doch noch gleich mehr mit. Auch wenn es so ein bisschen Sisyphus-Arbeit ist im Moment. Na komm, eins geht noch. Nein! Reicht das? Es reicht. Und dann reicht uns das auch insgesamt. Halt. Nee, das ist schon richtig. Wir gehen schon richtig. Ich will mich nur jetzt nicht schon wieder verlaufen. Das wäre echt mega mies. Und das ist, glaube ich, ein richtig schöner Planet, wo du rumdüsen könntest mit deinem Fahrzeug. Und dann hier einfach die ganzen Sachen mit Kran und Co. wahrscheinlich einsammeln kannst. Ziemlich geil. So, nachdem wir natürlich noch Platz haben, blitzen wir hier mal runter. Dann nehmen wir nämlich auch gleich noch Gemisch mit. Nö, denn wenn es schon läuft, dann doch richtig. Aber da ist gar nicht so viel. Ich hatte jetzt irgendwie ein bisschen gehofft, ne? Dass wir eventuell noch so ein paar Verbindungen bauen können. Mit denen wir hier dann schon so eine gewisse Grundlage legen könnten für die Höhle. Dass man die dann potenziell vielleicht auch später nochmal erkundet. Oder man probiert es hier wirklich nur mit dem Auto. Ich habe die Vermutung, dass man wirklich hier mit beidem vielleicht hinkommen könnte. Also, dass es auch ganz gut nur mit dem Auto klappen würde. Wir sehen uns das einfach mal fix an. Okay, scheint eine weit verzweigte Höhle zu sein. Da geht es dann nochmal massiv runter. Keine Ahnung, wohin. Will ich mir jetzt nicht näher ansehen? Moment, aber da war was. Ich glaube, das ist auch nur eine Sackgasse. Ja. Und mittlerweile bin ich schon bei nur noch 22 Frames. Oh je, oh je. Ich hoffe, dass das später auf YouTube nicht zu krass ruckelig dann aussieht. Aber das ist schon echt peinlich, ne? Ich habe ein i7-477K und eine GTX 1070. Also das ist nun wirklich alles andere als schlecht. Und trotzdem ruckelt es sich total einen ab. So, wir wollten als erstes... Nee, nicht das. Nicht eine Winde, das Solarmodul wollten wir bauen. Genau. Damit wir hier richtig schön viel Energie gewinnen können. Nein. So, jetzt wird's aber. Ein Solarmodul hätten wir jetzt. Ein Lager. Nein, so ein Aluminium-Ding. Achso, das müssen wir ja nochmal holen. Müssen wir also doch nochmal losdüsen. So, ich baue jetzt hier noch eins nebendrin. Und wir holen uns hier noch so eine Abzweigung runter. Jetzt kommt hierhin eine Schmelze. Ah, da brauchen wir auch nochmal Gemisch. Verdammt. Ja, verdammt. Dann müssen wir nochmal los. Legen wir erstmal hier noch einmal Harz ab. Wobei, wir könnten das eigentlich auch mitnehmen, gleich zum nächsten Planeten dann. Dann ist das so ein Lager zum Mitnehmen, genau. So machen wir das einfach. Und nochmal los, zurückdüsen. Und wupp. Geht gar nichts mehr, ne? Nee. Da kommt man nichts mehr ran. Ich will die Energie jetzt auch nicht verschwenden, um hier irgendwie eine fette Brücke zu bauen. Genau, aber wir können drüber klettern. Das ist schon mal gut. Dann schau doch mal, was hier ist. Das ist doch wieder Gemisch. Nee, es ist Harz, oder? Ja, es ist Harz. Ach, verdammte Axt. Gar nicht so einfach. Vielleicht müssen wir auch einfach hier nur so eine Handelsplattform bauen. Und uns das Zeug dann von irgendwo her zuschicken lassen.
weiß im Moment aber nicht, was man bräuchte für eine Handelsplattform. Außer Harz. Erstmal glaube ich nur Harz und ich hoffe, dass es kein Gemisch ist. Das wäre jetzt mega mies. Ich nehme hier einfach nochmal so ein bisschen das Harz mit, dann gehen wir nochmal zurück und dann probieren wir das einfach über die Handelsplattform. Vielleicht kommen wir da ran. Was ist da drunter? Achso, das war auch nur Harz. Okay. Sonst scheint hier nicht mehr so viel zu sein. Nee. Okay, dann zwängen wir uns wieder durch die Stalaktiten und Stalagniten. Und ich habe schon wieder vergessen, was war. Also das eine hängt quasi runter. Das andere kommt von oben. Ja, das war jetzt zweimal das gleiche. Nee, das eine wächst von unten und das andere kommt von oben. So ist es richtig. Also. Was wollten wir jetzt bauen? Ein Habitat braucht natürlich auch Gemisch. Was könnte man denn noch bauen? Eine Handelsplattform. Dazu bräuchten wir Aluminium. Was wir nicht bauen können, ist, wenn nicht die Schmelze in Funktion haben. Wie bitter ist das denn bitte? Wir werden wohl doch noch nicht von dem Planeten runterkommen. Obwohl ich es mir so gewünscht hätte. Aber wir können schon mal Treibstoff bauen. Das ist schon mal gut. Sonnenenergie haben wir ja noch. Nein, oh. Ich sag's euch, das wird uns nochmal erwischen. Das wird uns nochmal böse erwischen. Okay, wir müssen also doch versuchen, dass wir da hinten vielleicht noch irgendwas entdecken. Eventuell haben wir Glück. Oder wir sehen uns hier oben mal um. Und hier ist es jetzt dann auch tatsächlich so typisch rot, so wie ich ursprünglich dachte, dass die ganze Oberfläche wäre. Einer der Gründe, wieso ich hier auch mit runtergekommen bin. Weil ich das so faszinierend fand und ich dachte, man hat dann so eine richtig coole rote... Oh. Oha. Das ist ja mal was. So, ich mache mal hier Alt an. Versucht da irgendwie sowas rüberzubringen. Eine Felsbrücke. Aber das sieht mir jetzt auch nicht so danach aus, als ob hier was wäre. Und ich möchte jetzt nicht sterben. Deshalb gehen wir lieber wieder zurück. So, wir kamen von dort oben. Ne? Vielleicht sollten wir nochmal hier kurz gucken. Okay, ist eine Sackgasse. Passt. Ja, verdammt. Wir kommen nicht ans Gemisch ran. Jetzt ist halt dann wirklich die Frage, wie wir dann hier den Ort wiederfinden, also unsere Basis, die wir hier gebaut haben, ob die dann schon angezeigt wird aus dem Bilder. Kann ich mir im Moment nur schwer vorstellen, denn sonst könnten wir ja sagen, hey, wir fliegen einfach mal fix in die alte Heimat, also ganz alte Welt, holen uns das Zeug, dann können wir hier was aufbauen und dann fliegen wir sofort weiter. Das wäre so meine Idee gerade. Aber das scheint nicht so wirklich zu wollen. Wir können jetzt nochmal gucken, was da drüben ist. Ob ich da eventuell gerade hier so Gemisch sehe, aber... Ich befürchte nicht. Nee, das waren nur Steine. Nur Steine gesehen. Mensch, Mist. Also man kommt wohl offensichtlich nur an Gemisch ran, wenn man hier irgendwie unter der Erde rumwuselt. Das ist ein bisschen schade. Dafür hast du wirklich sonst jeden Shit her. Ja, ja, ist klar, dass wir jetzt Energie finden, ne? Typisch.
Und sonst ist nicht vielleicht ein Gemischbrunnen irgendwo hier? Wir müssen uns jetzt merken, übrigens, rechts geht's wieder zurück. Nicht, dass wir uns hier verlaufen. Wollen wir nicht. So, was haben wir hier? Das sieht nach einem anderen Biom aus, aber da ist jetzt auch nichts so großartig anderes. Hm. Na gut, Abmarsch zurück. Hier wird das nichts mehr. Ich hätte nicht gedacht, dass uns Gemisch ausgeht. Dass das tatsächlich so ein limitierender Faktor ist. Bin überrascht. Weil wir jetzt auch einfach mal YOLO sagen können und dann fliegen wir halt erst nochmal zum verstrahlten Planeten. Und kommen dann halt hier auf dem Rückweg irgendwann nochmal zurück. Und bauen das aus. Dann wissen wir ja, dass wir jetzt hier auch eine Mini-Basis schon mal haben. Können wir auch Strom produzieren und wir haben einen Drucker und alles und dann passt das, ne? Ja, da würde ich sagen, wirklich, wir packen es. Da packen wir es. Nee. Guck mal dahin. Und dann gehst du mir wieder oben drauf. Genau. So, dich möchte ich natürlich auch wieder mitnehmen. Nee. Das wollte ich mitnehmen. Genau. Dann springen wir mal hier hin. Und dann lassen wir uns noch einmal Treibstoff machen. Und ich denke, dann sind wir auch wieder voll. So, Rille. Wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Na komm. So ist gut. Dann rein hier und dann starten wir. Jetzt haben wir ja sogar hier so ein bisschen Harz dabei, dass wir sofort die erste Erweiterung bauen könnten. Wir möchten weiterfliegen. Und dooferweise sieht man jetzt wirklich nicht mehr, wo wir hier was haben. Das ist ja Mist. Was bedeutet eigentlich all das hier? Die Frage stelle ich mir aber. Exotic, ich glaube, da kamen wir her. Das ist der Verstrahlte, da dürften wir was haben. Und das ist unser Heimatplanet. Wir fliegen jetzt aber einfach mal zum Verstrahlten. Und dann sehen wir uns den auch nochmal noch an. Ein paar Minütchen haben wir ja noch. Na, doch nicht mehr so viel. Muss nämlich dann echt nochmal losdüsen. Ich habe nämlich Hunger. Ich muss noch schnell was einkaufen. Und jetzt in Kombination mit Praktikum und so. Ja. Was ist denn jetzt passiert? Wo ist der? Ach, da ist der Planet. So, wo sieht's richtig spannend aus? Ich könnte mir sowas hier gut vorstellen. Hm. Wieso nehmen wir es denn nicht einfach? Oder hier. Oder da. Ja, das ist immer so die Sache, wenn man sich entscheiden muss. Nee, das sieht mir zu sehr bergig aus. Ich glaube, das ist nicht so gut. Das könnte taugen. Oder das hier. Wir nehmen, glaube ich, das. Ja. Okay, das ist nicht minder bergig. Wer hätte es gedacht? Ich hoffe, dass wir jetzt beim Aussteigen nicht sterben oder so. Ein verstrahlter Planet klingt ja nicht sonderlich gut. Na, da scheint es mal Rohstoffe zu geben wie sonst was. Was ist denn das hier? Hab keinen Plan, noch nie gesehen.
Hier haben wir Alu, ja. Wollen wir wetten, dass es wieder an Gemisch fehlt? Da wäre Kohle einfach an der Oberfläche, okay. Was haben wir da? Ich glaube, das ist Kupfer. Gleich ein Höhleneingang. Ach, das läuft doch, denke ich. Und was haben wir da? Das habe ich so noch nicht gesehen. Was bist du denn? Bist du eine mich essende Pflanze? Ja, ich glaube, die will uns essen. Wenn wir da drüber laufen, tötet die uns. Das machen wir immer lieber nicht. Und wir sind mittlerweile bei 21 Minuten. Das heißt, ich muss die Folge jetzt beenden. Und einkaufen gehen. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Wir werden jetzt echt nur noch so ein paar kleine Erkundungsfolgen machen. Dann errichten wir auf jedem Planeten so eine Mini-Basis. Und dann können wir nämlich schauen, wenn neuer Content irgendwie dazukommt. Dann können wir da jederzeit wieder reinspringen und haben hier so ein richtig cool ausgestattete Sandbox. Na, das ist doch was. Gut, ich bedanke mich auf alle Fälle wie immer fürs Zusehen. Ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal. Ciao.